Hi Leute, das ist Sano hier und willkommen zur ersten Stunde in Star Wars Outlaws. Ubisoft hat so in den letzten Monaten und Jahren tatsächlich immer mal wieder so ein paar Klopse rausgehauen und auch Star Wars Outlaws wurde nicht verschont von negativer Kritik. Was soll man sagen? Ich persönlich bin Star Wars Fan. Ich mag Massive eigentlich für das, was mit Division 1 und Division 2 gemacht haben. Auch die sind natürlich nicht fehlerfrei. Brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Aber was Massive wirklich kann, ist Third Person und Open World. Und das Ganze in einem Star Wars Game hier komplett als Singleplayer, das wird nochmal ein ganz anderes Ding. Ich versuche da so unvoreingenommen wie möglich ranzugehen. Gib dem Ganzen eine Chance und dann schauen wir mal, was bei rumkommt. Ich habe mich wirklich drauf gefreut und schauen wir mal. Wie gesagt, wir werden reinschauen, die erste Stunde uncut. Let's go. Wie es aussah, wie es aussieht, gab es keinen Day One Patch. Bin gespannt. Einstellungen anpassen. Ja, das gucken wir mal. Dadurch, dass wir das die Schwierigkeit einstellen können, lassen wir es erstmal auf Abenteurerin. Das wird Standard sein. Kamerasteuerung, Gleiter. Standard, das lassen wir. Kamerasteuerung, Raumschiff lassen wir auch. Kameraunterstützung, Standard. Na, Zielhilfe, ja, das lassen wir Standard. Lassen wir Standard anwenden und anpassen. So, okay. Ach so. Ah, hier kann ich noch. Ah, okay. Wieder Gesundheit, hier kannst du zusätzlich noch viele Sachen einstellen. Kannst es ein bisschen individualisieren. Okay. Gut, lassen wir es so. Kognitiv kontrastreicher Modus. Okay. Ah, hier, Farbenblindmodus. Ich hoffe, das wird reichen. Das lassen wir auch mal auf aus. Okay, warum bekomme ich hier... Okay, die Einstellung für den Farbenblindmodus hier nochmal einzeln. Audiobeschreibung an. Eine gesprochene Beschreibung des optischen Geschehens in Filmszenen. Ganz Lautstärke. Wir lassen das mal. Dadurch, dass wir mit der deutschen Sprache starten, werden wir es so lassen. Modus. Ah, okay. Kinomodus oder Bildschirm füllen. Wir werden den, füllen. Wir starten. Ich bin sehr gespannt auf die Performance. Star Wars Outlaws hat die neue Snowdrop Engine, also das 2.0 Update, genau wie Avatar. Und das, was wir jetzt sehen, wird vielleicht schon mal ein bisschen so richtungsweisend sein für das, was wir in The Division 3 kriegen, was angekündigt wurde. Hungrig? Oh. Endlich ist Serek Besh auch hier. Ihr alle repräsentiert eine der mächtigsten Verbrecherorganisationen der Galaxis. Pikes, Crimson Dawn, Hutten.
Dies ist die Blütezeit der Unterwelt. Der kleine Todesstern des Imperiums wurde in Stücke gesprengt und eine Rebellion hält die Obrigkeit in Atem. Die Gelegenheit, um Millionen zu scheffeln. Aber einer von euch schickte mir einen Spion in mein Haus. Spielt jetzt. Ich dachte, es ist doch genug für alle da. Spielt ja zeitlich zwischen Episode 5 und 6. Es reicht, Sliro. Ich bin nicht hier, um mir Lügen anzuhören, während Serek Besh unsere Gewürzruten ausbeutet. Gewürzruten. Spice. Weißt du, mein Bruder war der Erbe des Familienvermögens. Er ist tot. Doch du erinnerst mich an ihn. Er kam immer zuerst. Selbst beim Essen. Wenn er aufgegessen hatte, nahm er sich meinen Teller. Ich konnte nichts tun, nur zusehen und hungern. Worauf willst du hinaus? Wenn Serek Besh Partner sucht, dann vergiss es. Schon probiert, klappt nicht. Partner? Hast du nicht zugehört? Ich hungere. Und jetzt wird gegessen. Die Gesichtsanimationen sind so typisch Ubisoft. Das erinnert mich auch voll an Division. Das können die irgendwie gar nicht. Nick sieht echt süß aus. Ich weiß, Kumpel. Gib mir eine Minute. Das klappt schon, hm? Schon gut. Jetzt gibt's erstmal Futter. Okay, da sind wir. Lass mich mal kurz schauen, ob wir okay, hier können wir extra auf die Steuerung eingehen. Das werde ich in einem separaten Video machen. Mal auseinandernehmen. Legt eine Voreinstellung für die allgemeine Grafikqualität fest. Okay, wir haben Qualität und Performance. Ich gehe stark davon aus, dass Qualität sich so in einer dynamischen Auflösung irgendwann zwischen 1080p und 4K aufhalten wird und halt sich dynamisch runterregelt, je nachdem was los ist und das bei 30 FPS gecapped ist. Was für mich persönlich so eine Sache ist, ich 30 FPS, ich kann es nicht mehr haben. Es geht einfach nicht. Das heißt, Performance ist hier definitiv für mich absolut Pflicht. Den Rest werden wir, wie gesagt, in einem anderen Video einzeln behandeln. So, dafür Performance, das ist super. Könnte ich direkt die Look-Sprache umstellen? Wahrscheinlich wird er dann runterladen, wenn ich auf Englisch filmen wollen würde. Okay, ja, aber wie gesagt, das passt hier. So, weiter geht's. Lässt dir viel Geld entgehen. Ich kenne sie nicht. Gefällt mir nicht. Sag Bescheid, wenn sich das ändert. Grafisch finde ich aber bisher solide. Nein. Aber Alter, was klimpert die? Guck der Schwan. Ja, er ist kaputt. Ich habe ihn von einem Schrottsammler auf dem Markt. Er sagt, er hat ihn im Gebiet der sechsten Sippe gefunden. Und gleich wirst mit der Wimpernzange hängen geblieben. Du riskierst dein Leben. Anderer Text, selbe Botschaft. Du bist allein, Kay.
und du ziehst ständig riskante Dinger durch, die leicht schief gehen können. Wenn's gut werden soll, muss man's selber machen. Ich versteh's ja. Du hast viel Pech gehabt. Pech? Ich habe keinen Job, kein Geld und ich wohne auf einem Dachboden. Bleib doch heute Abend im zerbrochenen Hof. Mach dir was zu essen. Und ich besorge dir einen kleinen, einfachen Auftrag. Oder du gibst mir einfach den Auftrag von deinem Datenblock da. Netter Versuch. Dann eben das hier. Nimm ein paar Kredits. Für den Datenstift. Schon gut. Dann verrechne ich es mit deiner Miete. Ich sagte schon gut, Bram. Oh, okay. Ausrüstung. Wir sehen aus wie eine Pennerin. Talismane, okay. Das werden wahrscheinlich passive Boni sein. Als mehr Adrenalin, wenn du einen von nix abgelenkten Gegner mit einem heimlichen Niederschlag besiegst. Okay. Der Blaster lässt sich ja upgraden und bietet verschiedene Modi. Gespannt, hier diesen noch nicht unlocked. Mal haben wir Plasma. Und ein Betäuben-Modus. Okay. Der wird wahrscheinlich für Stealth wichtig sein. Hier ist der Greifhaken, ein Luminstab, eine handliche Lichtquelle, die im Dunkeln automatisch einschaltet. Okay. Und eine Bacta-Fiole. Ah, Bacta brauchen wir zum Heilen. Inventar. Questgegenstände, Wertgegenstände, Kernstücke und Materialien. Noch gar nichts. Und die Credits. Okay. Datenstift kommen wir nicht weit. Komm, nix. Wir gehen zu Prevan. Dann brechen wir in den Club Tarsus ein und stehlen die gefälschten ID-Karten aus dem Safe. Mit etwas Glück kommen wir damit auf ein Shuttle zu den Kernwelten. Für eine lahme Schicht. Alter, L1 gedrückt, um alle Aktionen zu sehen, die nix ausführen kann. In verschiedenen Situationen kann nix unterschiedliche Aktionen ausführen. Ah, okay. Kriegen wir das. Junge. Ah, okay. Can you pet the dog? Ihr kennt das wahrscheinlich alle, ne? In jedem Spiel, wo es Hunde gibt, kann man Hunde streicheln. Hier, kann ich? Hey, Kleine. Ich wollte sagen, irgendwelche Tiere oder Viecher muss es geben, die man streichen kann. So. Nix fungiert als Ablenkung für Gegner und um halt an bestimmte Dinge von bestimmten Positionen herzubringen, wo man so selbst nicht leicht rankommt. Ich bin von Corellia hierher gekommen. Das waren die Sieger letztes Jahr, aber jetzt muss ich Kanto weiter anfeuern. Ah, okay. Die Polizei hat sicher haufenweise Kredits abgegriffen. Okay, ich muss dir was geben. Was ist das?
Die Rechnung für die 3 Milo-Runen, die dein kleiner Wirbelwind letzte Woche stibitzt hat. Hey, du weißt doch gar nicht, ob Nix das war. Sowas wie ihn gibt's nur einmal. Du solltest bald bezahlen, sonst komm ich ihn mir holen. Ja, komm doch. Kein Problem. Ah, Stolkers nach oben. Okay. Hey, komm mal her. Hey, Nefis, ich hab zu tun. Hör mir einfach zu. Ich hab eine Stelle in meiner Rohrschraubermannschaft frei. Der Droide bleibt öfter stecken und ich brauche jemanden, der gut kriechen kann. Harte, aber ehrliche Arbeit. Tut mir leid, hab leider schon Pläne. Ja, die hast du immer, Kay. Ja, die 1-Euro-Jobs kannst du behalten. Will er keiner machen. Ah, okay. Ich soll kurz unten halten, mich wahrscheinlich. Ah, okay, wenn ich Steuerkreuz nach oben halte, dann kann ich mit Nix die Umgebung scannen. Die sechste Sippe war so gütig, euch Arbeit zu geben. Ihr Glückspilze seid für die Rennen eingeteilt. Stehlen. Ah, okay. Aber da muss man jetzt nicht ausführen, oder? Komm, wir probieren das mal aus. War das jetzt ein kleines Minigame? Da habt ihr gesehen, wie der Kreis sich gefüllt hat. Ich denke, da muss das Timing stimmen, dass man nicht erwischt wird. Die nächste Lieferung kommt bald. Dann kriegst du deine. Aber diesmal keine ID-Karte. Ja. Das letzte Mal haben wir ein paar Nashadar-Dokumente gefunden. Ich musste eine Akte anlegen. Halte dich einfach an die Abmachung. Keine Razzia im Südviertel, bis das geklärt ist. Das Privat. Ich ein bisschen umgucken hier. Reban. Nopata Kay. Chichi noga betisa tukamna. Una six king pint ut chituana uba japago ya massiv no lia club tasis. Ach komm, du sollst doch nur den Datenstift reparieren. Anji chusa tajis kalif. Sosa uba ropada tis. Sun pitch crispo. Weil ich ohne die gefälschten ID-Karten aus diesem Tresor den Planeten nicht verlassen kann. Ich bin fertig mit Kanto. Aber Kanto sat die Uba. Auch gut. Meine einzigen Optionen hier sind die sechste Sippe oder Gefängnis. Haku, an Uba Tinka Sakutu Utwata? Wenigstens kann jemand wie ich ein bisschen was absahen. Vielleicht sogar die Kernwelten sehen. So. Hilf mir ein letztes Mal, dann bist du mich für immer los. Deutsche Synchro ist okay. Hört man bisher. Auch von Kay. Kays Stimme ist auch super. Hat man selten. Holen wir uns ein paar Kredits. Okay. Wahrscheinlich die Rennvorbereitung beobachtet. Dass du es an der Sippe vorbei aus dem Viertel geschafft hast. Die behaupten, dass sie uns beschützen, aber wer beschützt uns vor denen? Sorge ein paar Credits. Heißt, ich muss einfach. Einfach ein paar Leute bestellen. Auch jemand, der richtig die Credits hat. Fantastische Waren zu fantastischen Preisen. Ah, sieht aus, als wären alle Händler beim Kanto Cup. Warum sehen Sie sich nicht um? Beschädigte Hydroschlüssel. Vielleicht kann ich. Deswegen kann ich wahrscheinlich. Oder kann ich bei ihr verkaufen? Hi.
Handel, verkaufen. Okay. Kann bedenkenlos verkauft werden. Okay, man bekommt angezeigt, wenn wir Sachen haben, die definitiv nicht von Nutzen sind. Alle Wertsachen verkaufen. Auf Wiedersehen. Man sieht sich. Okay, fehlen noch 18 Credits. Genug Teile geborgen, um die sechste Sippe zu schmieren. Denen ist egal, woher das Zeug stammt. Ah ja. Die Tasche nix. Und irgendwer braucht immer Ersatzteile. Okay. Bei denen ist es nur einfach. Also los, auf zu Prebern. Okay, Credits sind ready. Willst du gekrault werden, nix? Also stimmig ist es auf jeden Fall, es versprüht da wo es überall. Aber das ist ja dabei die Sache, ne? Atmosphärisch. Atmosphäre, das kann Massive. Alles klar. Holen wir so. Die ID-Karte aus dem Club Tarsus. Das ist unser Ticket in die Freiheit, Nix. Und im Handumdrehen sind wir reich. Wenn das so einfach wäre. Okay, Schloss überbrücken. Man kann Schlösser knacken. Ich bin gespannt, wie das System hier funktioniert. Okay, wie drehe ich das Ding? Ich kann euch mit hundertprozentiger Sicherheit jetzt nicht sagen, wie ich das gemacht habe. Aber ich denke, das wird im Verlauf besser. Okay. Übungen macht den und so, ne? Es läuft aber, also performance-technisch läuft's recht gut. Ich meine, auf der Gamescom haben wir, wir haben es nicht angespielt. Oh. Das sollte man auslassen. Ja, die haben mich vertrieben. Meine Kredits habe ich auch verloren. Ah, immer her damit. Auf der Gamescom, die Schlange war einfach zu lang. Und, wir hatten aber tatsächlich einen Bereich, wo man den Leuten beim Spielen zugucken konnte. Wie so ein extra Eingang. Das war ganz nice. Und dort hat man auch gesehen, dass die mit unterschiedlichen Einstellungen gespielt haben und die Monitore waren stellenweise unterschiedlich. Da hat es dementsprechend noch unterschiedlich ausgesehen. Verschwinde, Kay. Hier kommt nur zahlende Kundschaft rein. Wirklich lustig. Komm, Nix. Suchen wir unseren eigenen Eingang. Oh, ich muss hier in diesem Fokusmodus ist die Kamera zu langsam. Hey, Datenschiff benutzen. Let's go. Ich weiß immer noch nicht wie. So. Oh.
aufwärts. Ah, okay. Jetzt kann ich nichts als Ablenkung benutzen. Finde ich. Weiß gar nicht wem. Aber. Ah, hier, okay. Oh. Mach schon, Nix, wie ich es dir beigebracht habe. Auf den Knopf, Nix. Gut gemacht, Nix. Oh. Nehmen wir dazu. Verdammt. Den. Ich dachte, wir haben ein paar Credits versteckt. Aber. Da wären wir. Delphys ist heute im Casino. Eines ihrer Fatiere tritt beim Rennen an. Was du im Casino? Okay, dann müssen wir hier runter. Verhalte dich unauffällig. Wir kommen jeden Tag hierher. Ach, fast da. Die ID-Karte ist im Büro vom Boss. Okay. Nein, nicht nochmal anlehnen. Mit Daniel. Ach, ist easy. Wir sollten alles mitnehmen. Oh! Nach Prebans Plänen führen die Luftschächte von hier aus zum Büro. Ah, ist doch oben, ne? Die nächste Lieferung kommt bei Sonnenaufgang. Lass sie in der Wüste landen. Was darf's denn sein? Zutritt zum Büro der Chefin? Ich schulde Ben Geld und will sicher gehen, dass sie es auch kriegt. Keine Chance. Vrell hat heute Abend Dienst und an dem kommt keiner vorbei. Ach, ein echter Slemo, was? Ja, er interessiert sich nur für zwei Dinge. Schnelles Geld und schnelle Gleiter. Hat sich gerade erst einen brandneuen T85 geleistet. Ah, lass mich raten. Nehme ich auch. Pausenlos davon. Liebt ihn mehr als seine Mutter. Also, willst du was trinken? Nee, ich glaube, ich habe alles, was ich brauche. Verzeih mir, wir haben eh keine Kohle. Außer es geht aufs Haus. Der Boss hat anscheinend Probleme mit Kryopeden in seinem Büro. Ja, die kommen durch die Luftschächte rein. Ich wollte sie vertreiben, habe aber meine Schlüsselkarte verloren. Ich helfe dir beim Suchen. Nach der nächsten Runde. Hm. Okay. Leise, Hier sollte man aufpassen, glaube ich.
Ein schneller? Nee. Okay. Schneller schleichen geht nicht. Gut. Knacken wir das Schloss, schnappen uns die ID-Karte und verschwinden. Ganz easy. Okay, ich werde es schon hinkriegen. Wir können ja mal gucken. Höre auf das rhythmische Muster und drücke jeweils synchron zu jedem Beat im Loop auf R2. Kannst dann links und rechts gucken. In der Option kannst du die Datenshift-Schwierigkeit anpassen. Ach, okay. Dann. Ich glaube, ich hab's gerafft. Wir brauchen noch mehr. Keine Druckplatten. Es ist K-Bad. Ganz fahrig. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. In Deckung! Ein Glas Butter! Okay, der überhitzt. Okay. In Nahkampf kann ich immer gehen. Elementar voll. Okay. So war das nicht geplant. Was habe ich nur getan? Wo ist wer? Verdammt, nein. Jetzt ist nicht die Zeit zum Essen, Kumpel. Ach, mit. Okay. R1 hat sie gerade aus der Hüfte Ach, R1 ist die Spezialfähigkeit. Okay. Okay. In dem Fall der Betäubungsschuss, denke ich. Mach mal auf, Kumpel. Ausprobieren. Ah, nice. Oh, zum Glück ist das, sollen wir tun, Nix. Ich habe nie damit gerechnet, erwischt zu werden. Okay. Los, zurück zur Kantina. Das ist der einzige Ort, an dem wir sicher sind. Oh. Gut, also, wir haben die ID-Karte. Zum Hof, da sind wir sicher. Wir halten eine Weile die Füße still. Hier auf dem Dachboden. Ja.
Das reicht. Kein Bram. Gut. Auf das Gespräch habe ich gerade keine Lust. Ich will nicht drüber reden. Dachtest du, du spazierst da einfach rein und stiehlst die wertvollsten Dokumente in Kanto? Ich hab's dir gesagt. Die sechste Sippe wird sich rächen. Hey, Bess! Wir wissen, dass du hier bist. Bringen wir's hinter uns! Du sagst nichts. Sie ist nicht hier. Lügner. Glaubst du, ich will, dass ihr mir den Laden zerlegt? Ich bin fertig mit der. Tatsächlich helfe ich euch sogar. Hey, ich glaube, sie ist hier draußen. Nein. Du hältst uns nur auf. Oh. Es ist nichts. Dein Bein. Es ist nichts. Das ist eine neue Crew. Gefährlich. Doch was auch passiert, bring das zu Ende. Die Beute reicht, um einen Shuttle zu kaufen und abzuhauen. Das willst du doch, oder? Verschwinde, Kay. Für immer. Ich komme wieder. Nein, tust du nicht. Schauen wir mal. Die sechste Sippe ist überall. Sie dürfen uns nicht sehen, Nix. Avis, wo ist sie? Dann stimmt es. Sie hat euch erwischt. Sag mir einfach, wo sie ist. Keine Ahnung. Ich meine, ich habe gehört, sie wohnt irgendwo über der Kantina. Wenn du sie siehst, kommst du sofort zu uns. Hm. Okay. Habe ich jetzt gar nicht erst gesehen mit dem Greifhang, wenn der Tooltip nicht gekommen wäre. Verlassen muss. Na gut. Laut Brams Datenblock heißt die Kontaktperson Daniel und müsste da drüben sein. Nicht länger warten. Es läuft schon stellenweise nicht ganz rund. So ein paar visuelle Bugs. Los geht's.
geht's. Dann auch drin, ne? Wo bist du her? In dem Lens wieder. Oh nein. Korrigiere. Du bist von hier? Ja, aber so habe ich das noch nie gesehen. Ist eine spannende Stadt. Nur von weitem. Wer ist das Ziel? Ein Boss namens Sliro. Er leitet das Syndikat Zerek Besh. Die sind neu, haben Geld und die gesamte Unterwelt hat Angst vor ihnen. Das spricht für hohe Sicherheit. Und wie? Aber in seinem Tresorraum wartet ein Vermögen. Der Passwortknacker. Ich hoffe, du und dein kleiner Freund seid so gut, wie Bram sagt. Ein Halt. Jetzt mach uns alle reich. Daniel. Wie wollen wir das machen? Wenn du auf Position bist, greifen wir den Haupteingang an. Du schleichst dich rein, schaltest die Sicherheitsvorrichtungen aus und gehst zum Tresorraum. Ihr macht keine halben Sachen. Wenn man einen Gangsterboss wie Sliro angreift, muss man es ernst meinen. Okay. Genießt die Aussicht, Nix. So oder so, das ist das letzte Mal, dass wir das sehen. Schon nice aus. Oh, hoffentlich geht es Bram gut. Er hat mir so viel beigebracht. Und wie habe ich es ihm gedankt? Ah, da kann ich mich rüberschwingen. Halt dich fest, Nix. Wir müssen klettern. Daniel, ich sehe da vorne einen Turm. Könnte mein Zugang sein. Du bist die Diebin. Wir sind in Position und warten. Okay. Nicht runtersehen, Nix. Daniel, ich sehe das Anwesen. Wie reich ist dieser Sliro doch gleich? Er gehört klar zu den reichsten 5 im Outer Rim. Sliro hat Zerek Besh von Grund auf aufgebaut und das ist nicht billig. Es ist sein persönliches Verbrechersyndikat. Aber das ist auch schon alles, was über ihn bekannt ist. Du hast einen guten Riecher für Ziele. Wenn du reich werden willst, dann musst du dahin gehen, wo das Geld ist. Ja, im Prinzip hat er recht. Ja, sieht nicht aus. Können wir hier hoch? Ah, okay. Hier oben sieht Kanto ganz anders aus, oder Nix? Kaum zu glauben, dass wir diesen Ort endlich verlassen. Es ist... keine Ahnung. Gut, wir wollten die Chance auf einen großen Wurf. Das ist sie. Oh, okay, Daniel. Ich bin auf Position. Wir starten das Feuerwerk. Geh rein. Thank you.
Okay. Muss ich das jetzt schleichend regeln oder kann ich mich da durchballern? Das ist die Frage. Siehst du was? Na los, Nix. Man darf uns nicht sehen. So was Hübsches haben wir noch nie ausgeraubt, was? Okay. Hast du was, Kleiner? Ist gut. Nix, du bist am Zug. Wir haben einen Sprungangriff. Okay. Nix, wie wir es geübt haben. Und dann wie Bonus. Bring das Bug da nix. Nein, nein, nein. Ja. Fein. Schwatzen 1 von 2 ist das Upgrade? Ihn durch. Daniel, ich bin dran. Nimm den Turbolift. Das ist der direkteste Weg zu Sliros Tresorraum. Ich glaube, ich weiß, wie das funktioniert. Wie sagt der Benny? Energiebarriere. Von irgendwoher muss die Energie bekommen. Nix, such den Generator. Hol das Bug da, Nix. Toll gemacht. Ja, hier wohnt Geld. Yes. Hm, Blasterspuren. Was ist hier passiert? Schöne Rifle. Ach, Kameras. Wir müssen sie umgehen, Nix. Ach, das ist der Turbolift. Und natürlich hat er auch eine Barriere. Ich dachte, hier ist alles abgesichert. Ist es auch. Wer immer das ist, wird nicht am Haupttor vorbeikommen. Hat irgendjemand Sliro benachrichtigt? Glaub mir, er weiß Bescheid. Oh. Nix, du bist am Zug.
das Terminal kaputt, Nix. Okay, da hast du wirklich so ein paar kleine Aktionen, die du machen kannst. Wenn du Nix irgendwo hinschickst. Komm jetzt trotzdem hier hin. Ah, ich komme nicht durch. Oh, fuck. Du bist tot, verstehst du? Kommt schon, verdient euch eure Kredit. Komm doch. Ich pack dich auch alle. Oh, oh. Ja, manchmal muss man auch mal einfach ballern. Wir müssen eh hierher. Tut. Nein, das muss ich deaktivieren. Geil. Okay. Ich bin totgestellt. Siehst du mich jetzt nicht mehr? Das ist was Feines, Nix. Guter Junge. Ich muss Kira auch mal trainieren. Unsere Zwergspitzhündin. Was Sachen bringt, die wertvoll sind. Dazu passt hier. Der Umgebungsscan funktioniert aber nur, für Gegner. Willst du das haben, Nix? Irgendwelche Sachen, die ich looten kann, dafür muss ich L1 halten. Hans hat das Unterhemd. Grubtuch 3 von 8. Wahrscheinlich ein Upgrade sein für meine Ausrüstung oder so.
Bin ich zu doof? Was habe ich übersehen? Ah. Da waren ja mal 100 Credits. Gut, die Barriere sollte deaktiviert sein. Hab ich doch eben auch gemacht, oder bin ich doof? Los, der Tresorraum wartet. Daniel, ich bin im Turbolift. Beeil dich! Wie lange dauert es, bis die Kanto-Polizei hier ist? Das ist Sliros Gebiet. Hier kommt keine Polizei her. Ja, nur noch mehr Serik Bash. Hallo. Ach, nix, wir sind aufgeflogen! Oh. Hm, da ist er. Der Tresorraum. Okay, von hier geht er nicht auf. Rast, glaube ich, immer noch nicht. Noch nicht hundertprozentig. Wir haben Blasterfeuer innerhalb des Anwesens. Hallo, ich brauche Verstärkung. Ich habe die Sicherheitsvorrichtungen ausgeschaltet, Daniel. Der Weg ist frei. Geh zum Tresorraum. Wir räumen hier draußen auf und treffen uns dann drin. Wow. Hi. Ja, ich muss da rein. Daniel, ich bin am Tresorraum, aber hier ist ein Droide. Ah, du bist beim TT-8L. Gut, das Passwort ist Grandiocha. Was auch sonst. Hey, komm zurück. Ich weiß, dass du da drin bist. Nana Guido. Grandiocha. Hallo? So sieht also richtiges Geld aus. Oh ja. Machen wir ihn auf. Huh? Du bist nicht Serik Bash. Was ist das? Wo ist mein Geld?
Ich könnte Hilfe brauchen. Es war alles richtig, der Code war gut. Asara, gefunden? Nein, aber die Sache mit Sliro und Zerek Besh war. Wir müssen los. Du wirst bezahlt, wenn wir sicher sind, versprochen. Was? Keine Bewegung. Entweder zahlt ihr jetzt oder zahlt einfach. Wir sind die Rebellenallianz. Und? Wir müssen los. Komm zu uns. Kämpf mit uns für die Zukunft der Galaxis. Was zahlt ihr? Dafür haben wir keine Zeit. Wenn ihr nicht... Oh! Nice. Augen auf, Kay. Es geht los. Bringt Glück. Die Auswahl des Ziels ist entscheidend. Siehst du? Die bemerken uns nicht einmal. Du bist ziemlich jung für eine Diebin. Willkommen zurück. Und? Was hast du gelernt? Es ist nicht immer jemand für dich da. Schlaues Mädchen. Das ist korrekt. Okay, ich kann's erklären. Du musst Sliro sein. Deine Freunde sind fort. Freunde? Welche Freunde? Wie lange gehörst du schon zur Rebellenallianz? Du meinst es ernst? Was wollen die Rebellen von Zerek Besh? Hör mal, ich kenne keine Rebellen, aber ich kenne andere Leute. Lass mich gehen. Ich finde es raus und wir klären das gemeinsam. Du musst dir was Besseres einfallen lassen. Er schießt sie! So gefällt mir das. Okay. Was im Na- du bist immer da, wenn ich dich brauche, Nick. Weg hier rausgeben. Direkt, oh. Direkt wieder Richtung Loot. Max, mach keinen Ich will Mops. Ein Todesmahl an ihr, sofort! Ein Vermögen für den, der mir ihren Kopf bringt. Es wird keinen Ort in der Galaxis geben, an dem sie sich vor mir verstecken kann. Ach, war mir klar. Das ist kein Müllschlucker. Immer noch aus Division. Oh, schon der zweite Auftrag, der schiefgelaufen ist, Nix. Das ist mehr als nur Pech. Neuer Plan, Max. Wir stehlen das Schiff und fliegen hier raus. Ja,
Das hört sich riskant an. Wir sitzen fest. Oh. Oh, fuck. Natürlich. Nein. Tut mir leid. Macht Spaß. Ich finde es so geil, als ob das man bringt mit normalem Blaster vorher gegen den Schiff und die Schilde zu ballern, ne? Jetzt wo? Ja, das war ich nicht. Genau. Dass die Zwischensequenzen fantastisch aussehen, ist klar, ne? Alles gut. Okay. Geschafft. Irgendwie. Komm schon. Er muss repariert werden oder wir kriegen jetzt das richtige Schiff. Ich konnte jetzt nicht erkennen, ob das die Trailblazer ist. Sieht schon besser aus. Weg mit dem Nachthemd. Okay. Viele neue Freunde heute. Hey, wir müssen das nicht tun. Alle die Leute gehen wir hier nicht weg. Oh.
Vierter Gegner, wunderschön. Ja, das war so ein Fokusmodus oder so, hier eine, Bullet Time, Bean Red Dead, so ähnlich. So, bevor wir mit dem quatschen, machen wir hier ein schönes Päuschen. Das war die erste Stunde in Star Wars Outlaws. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr sagt, ob ihr noch am Überlegen seid, ob ihr es euch holt, ob ihr euch vielleicht schon die Edition geholt habt, wo ihr jetzt mit anfangen könnt, weil es mit den größeren Editionen könnt ihr 3 Tage vorher spielen. Die größte würde ich überhaupt nicht empfehlen, das ist pure Abzocke. Die Gold-Edition, die ich geholt habe, ich wollte halt 3 Tage vorher spielen. Der Rest ist, ja, sind nette Gimmicks. Der Season Pass ist da auch mit drin, mit den Story-Updates. Ansonsten macht es eigentlich einen soliden Eindruck. Ich finde, an so manchen Stellen wirkt animationstechnisch wirkt es nicht ganz so rund, tatsächlich. Und grafisch waren da so ein paar Glitches drin. Also, ich bin gespannt. Gab ja keinen Day-One-Patch. Ich gehe stark davon aus, dass die nächsten Tage irgendwas kommen wird, was vieles davon behebt. Ansonsten, wie gesagt, macht es bisher einen soliden Eindruck. So, das war's von mir, Leute. Ich werde jede Menge andere Star Wars Outlaws-Videos auch machen, je nachdem, was es noch zu machen gibt. Hier Controller-Einstellungen und eventuelle Tipps und Tricks für so manche Sachen. Und ja, bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.